Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Review von mir. Es geht heute um das Wernitor. Ein Gerät mit, oh my god, Spezifikationen zu einem What the fuck Preis. Wer mir das nicht glauben will, höre sich die folgenden Daten an, denn für knapp über 100 Euro bekommen wir einen 5 Zöller mit einem MediaTek 6753 SoC, das befähigt dann auch das Gerät im LTE-Band zu funken. 3 GB RAM stehen zur Verfügung und das ist mehr als ausreichend für allerlei Apps, die dann im Speicher vor sich hinschimmeln können. 16 GB internen Speicher stehen uns zur Verfügung. Der kann erweitert werden per MicroSD. Das Display löst mit 720x1280 Pixeln auf. Und wer sich auskennt, weiß, das ist HD-Qualität. Der Akku misst immerhin 2800 mAh. Das ist auch gar nicht mehr so schlecht. Android 6.0, also das aktuellste Marshmallow, ist installiert in der Stock-Version. Und es kommt noch knüppeldick. Wir haben einen Fingerprint-Scanner, wir haben Gorilla-Glas und natürlich schon fast standardmäßig die 13-Megapixel-Kamera, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.0 und RGPS. Den Akku können wir dank Quick Charge innerhalb kürzester Zeit wieder vollladen. Und was mir hier ganz besonders gefällt, ist, das Gehäuse ist nur 7,9 mm stark und das Ganze wiegt nur 140 Gramm. Also schön leicht und dünn. Was man von den günstigen Smartphones ja auch nicht mal erwarten kann. Die sind häufig eben eher dick und schwer, so ein bisschen backsteinartig. Also Wernie bietet hier jede Menge Technik für wirklich wenig Geld. Und da könnte man ja jetzt sagen, ja, das ist ja auch in China produziert worden. Das sind ja alles Billigtelefone. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch viele, viele der großen Marken in China produzieren lassen, teilweise genau in den gleichen Fabriken, wo dann Konkurrenzmodelle produziert werden. Wie zum Beispiel halt bei Foxconn, wer sich damit auskennt. Ja, nur zwei Dinge sind tatsächlich sicher, nämlich der Tod und dass dein Telefon aus China kommt. So, ich bin mit dem Telefon eine Woche jetzt rumgestiefelt und habe das Gerät als mein tägliches, als mein Haupttelefon verwendet. Und es hat mir viel Freude bereitet. Warum, das werde ich euch jetzt erklären. Und da fangen wir mal ein bisschen mit der Optik an. Wie man das hier an der Spiegelung schon erkennen kann, ist das hier so ein Curved Edges Display. Das heißt, am Rand hin ist das Display so leicht abgerundet. Und das führt dann immer zu schönen Lichtspiegelungen. Damit kann man mal gut rumspielen, wenn man das filmt. Das Gehäuse, die Vorderseite ist natürlich aus Glas, wie immer. Und der Rest ist aus Plastik. Es ist auch kein Unibody. Es gibt auch Plastik-Unibody, wie zum Beispiel der Oppo MR819. Das ist kein Unibody, man kann die Rückseite abnehmen. Hier unten ist eine kleine Vertiefung und dann kann man das Ganze öffnen. Habe ich im Unboxing alles schon mal gemacht und euch gezeigt. Und wenn ihr damit Probleme habt, könnt ihr euch das Video anschauen. Ich wiederhole das jetzt hier nicht nochmal. Auch wenn das Ganze aus Plastik ist, ist es doch sehr hochwertig verarbeitet. Und naja, es wirkt zumindest wie Metall aufgrund der Farbe. Und dass es halt schön poliert ist. Blöd finde ich allerdings auch, wenn es der Optik halt zuträglich ist, ist der Haptik eher abträglich, denn es kann einen dadurch auch mal leicht aus der Hand gleiten. Die Vorderseite ist ja ohnehin sehr glatt, Glas halt. Und die Rückseite ebenfalls. Sieht dafür aber halt sehr schick aus. Und auch die Verarbeitung, die Spaltmaße, das ist alles so gut, dass man das hier eigentlich, naja, man sieht es halt an der Einkerbung, aber ansonsten sieht man das nicht wirklich, dass die Rückseite abnehmbar ist. Das ist eine sehr, sehr, sehr saubere Kante und macht halt deshalb einen wirklich hervorragenden Gesamteindruck. Mir ist es eh jetzt nicht unbedingt so wichtig, ob das jetzt hier Metall ist oder Plastik, da viele Leute ja ohnehin ja auch eine Schutzhülle verwenden. Da ist es ja dann total blödsinnig, welches Material das ist. Macht das Ganze natürlich auch ein bisschen leichter und letztendlich musste Bernie auch irgendwo sparen und hat deshalb den ganzen hier ein Plastikgehäuse verpasst. So, im Design haben wir eigentlich eher eine Standard. Wir haben hier oben die Frontkamera, daneben ist der Lichtsensor für adaptive Helligkeit. Dann die Hörmuschel. Und das war's. Danach kommt einfach nur noch Rand. So. Der Ausschalter und darüber die Lautstärke-Wippe. Die sind auch aus Plastik, logischerweise. Haben einen guten Druckpunkt. Und ja, schauen jetzt nicht so weit aus dem Gehäuse raus. Sind aber auch nicht so sehr versenkt. Kann man also gut ertasten. Das ist schon okay.
So, auf der unteren Seite haben wir hier das Mikrofon und dann darunter der Micro-USB-Eingang. Die kapazitiven Tasten, die sind leider unbeleuchtet, das ist nur aufgemalt, aber schön minimal aufgemalt, ich mag das. Schön minimalistisch gehalten, das Ganze. Auf der linken Seite haben wir gar nichts, das ist nur Gehäuse. Die Display-Ränder, das kann man hier einigermaßen gut erkennen. Oben, also an den Seiten haben wir nur noch ganz, ganz, ganz schmale Ränder. Schon in Richtung bezel-less, also randlos. Unten haben wir es auch vertretbar. Also müssen dem Rand hier dann auch die kapazitiven Tasten mit enthalten, sind keine Onscreen-Tasten. Das heißt, wir haben letztendlich dann auf dem Bildschirm auch mehr Platz, weil die Tasten da ja nicht untergebracht sind. Finde ich besser. Onscreen-Tasten, das gefällt mir aber nicht so. So, Rückseite. Ah, wir haben oben natürlich hier noch den Klinkeneingang oder Ausgang. Für Kopfhörer oder Headsets. Hier ist die Kamera, drunter ist ein Single-LED-Flash. Und natürlich der Fingerprint-Scanner. Also hier halt zum Entsperren. So. Hier unten auch noch das Wernie-Logo. Oder Wernie, das Modell. Und der kleine Lautsprechergrill. Der ist ein bisschen klein, finde ich. Das Problem ist halt, dass er dann schnell abgedeckt werden kann. Zumal auf glatten Oberflächen passiert das auch relativ schnell. So, okay, haben wir das Ding jetzt von allen Seiten angeguckt. Was ich gut finde ist, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt Gorilla-Glas ist, sehr hochwertig. Nicht nur, dass man nicht so schnell Kratzer reinkriegt, auch Fingerabdrücke, die bleiben nicht so schnell haften. Das heißt, das Gerät ist in der Regel Fingerabdruck. Und man kann es auch leicht mal wegwischen. Bei manchen anderen, bei billigen Glas, bei billigen Displays, da wischt man dann rum und dann verschmiert das Ganze bloß. Sonst wird eigentlich immer schlimmer irgendwann. Hat man dann eine richtige Fettschicht auf dem Display drauf. Das ist hier aber nicht. Das Display lässt sich wirklich sehr leicht wieder abwischen. Und es fühlt sich auch wirklich toll an. Es ist immer schön, der Finger gleitet richtig über das Display drüber. Das gefällt mir sehr. Also insgesamt, und zwar ein unauffälliges, aber auch sehr minimalistisches Design. Und vor allen Dingen aber, es ist jetzt nicht ein Telefon, das man anknipst oder an der Hand hält und man dann sofort sieht, oh, das ist ein Billigtelefon. Also es ist natürlich ein Billigtelefon, weil es, sagen wir mal, es ist ein günstiges Telefon, weil es schlichtweg nur 100 Euro kostet. Aber es sieht weder danach aus, noch fühlt es sich danach an. Ich würde es definitiv eigentlich auch als Mittelklasse bezeichnen und weniger als Einsteigergerät. Und dann gehen wir auch gleich mal zum Display über. Ich finde, das sieht sehr schick aus, wenn man hier so einen schwarzen Hintergrund hat. Dann sieht man jetzt auch nämlich den Übergang zum Gehäuse nicht mehr. Und da wirkt es so, als wäre die gesamte Vorderseite eigentlich nur Display. IPS, HD, das hat man ja schon eingangs erwähnt. Dann sperren wir das Ganze mal für ein etwas helleres Bild. Und schauen uns dann gleich mal die Blickwinkel an. Die sind okay. Man kann es zumindest immer von jedem Winkel aus noch betrachten. Es wird halt mal ein bisschen dunkler dann, aber ist trotzdem okay. Und wenn wir uns dann das Display ein bisschen näher anschauen, sehen wir dann, dass die HD-Auflösung für ein 5-Zoll-Gerät vollkommen ausreichend ist. Ist auch die richtige Wahl von Wernie gewesen, das Ganze hier in HD zu machen. Weil Full HD oder gar 2K jede Menge Leistung beansprucht. Und da habe ich dann doch lieber eine Top Performance, anstatt dass ich dann noch ein bisschen was an Schärfe rausholen kann. Ihr seht hier, das ist ein sehr, sehr kleiner Text. Und wir haben praktisch keine Verpixelung. Ich glaube, hier unten irgendwo, da ist noch kleinerer Text. Ja, genau. Ganz unten. Und selbst das ist noch lesbar, zumal man mal auch überlegen muss, ob man nicht so kleine Texte tatsächlich durchliest oder einfach schlichtweg ranzoomt. Ja, auch bei runden Formen, man hat keine Treppchenbildung, also wie gesagt, HD ist beim 5 Zoller, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also mit dem Display hat Wernie hier schon alles richtig gemacht, die Farben sind schön knackig. Die Auflösung ist halt voll okay, wie wir gerade festgestellt haben. Und auch die Helligkeit,
Die ist okay, ist jetzt nicht hervorragend, aber es reicht definitiv aus. Habe ich erstmal Bluetooth angemacht hier, aber das brauchen wir noch gar nicht. Stelle ich mal ein bisschen runter, es ist mich ein bisschen grell. Das kann man hier im Übrigen auch so in Echtzeit regeln, dann sieht man dann gleich die Helligkeit, wie es dann aussieht auf dem Desktop. Ja, also ich habe da gar keine größeren Ansprüche, das Display ist super. Wer jetzt das dennoch anpassen will und sagt, nee, ich mag es doch noch ein bisschen kontrastreicher, hier unter Einstellungen Display ist Mirror Vision, kann man drauf tapsen und jetzt hier links oben hat man dann hier die Möglichkeiten. Bildmodus ist jetzt Standard, da müsst ihr dann vorher noch auf Benutzer definiert drücken. Okay. Und jetzt habt ihr die Möglichkeiten, dann hier alles einzustellen. Kontrastsättigung und Bildhelligkeit. Darunter sind nochmal erweiterte Schärfe und Farbtemperatur. Und ja, da könnt ihr euch das nochmal anpassen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich denke, das Display ist eigentlich hier gut eingestellt. Und ja, da habe ich das da einfach so gelassen. Android ist, wie erwähnt, in der Version 6.0 installiert, also Lollipop. Können wir mal drauf umklicken. Tada, Marshmallow. Na, das muss man hier nochmal... Ah, jetzt. Ich finde es irgendwie doof, dass... tja, läuft. Google hier kein neues Spiel reingemacht hat. Das ist immer das gleiche wie bei Lollipop. Was mich hier bei Wandy positiv überrascht hat, ist die Pflege. Denn, das sieht man jetzt hier auch wieder schön, steht wieder mal eine neue Update-Version zur Verfügung. Das heißt, Wandy kümmert sich hier auf jeden Fall um das Telefon, beseitigt immer mal Fehler. Was haben wir denn jetzt aktuell? Ja, Systemoptimierung und kleinere Bugs werden, also Fehler werden behoben. Das finde ich wirklich sehr, sehr vorbildlich und es ist auch extrem wichtig. Ich hatte früher auch schon irgendwelche chinesischen Telefone gehabt, für die ich teilweise mehr bezahlt habe, aber der Hersteller hat keine Systempflege durchgeführt und die waren dann teilweise recht fehlerbehaftet oder sind ständig abgestürzt und damit musste man dann einfach leben. Na, das ist natürlich nicht so gut. Ich mache jetzt mal nicht aktualisieren, weil sonst startet sich das ganze Gerät neu, aber ihr könnt dann einfach da drauf tippen, dann wird dann das Update runtergeladen. Der ja, startet halt neu, installiert das Update und fertig. Das nennt sich dann halt OTA und ist eigentlich relativ einfach. Na, da Need for Speed habe ich gerade noch installiert. Ich muss auch dazu erwähnen, dass ich bisher keine Probleme hatte. Das heißt, das Gerät lief stabil, ich konnte alle Apps installieren, die liefen nur noch alle einwandfrei, also keine Abstürze. Auch das System ist nicht abgestürzt, da hat sich spontan neu gestartet. Das Telefon ist auch nicht spontan explodiert, sonst würde ich das Review ja nicht machen. Also, ja, schön, dass Wandy hier die Systempflege betreibt, aber auch im Auslieferungszustand hatte ich bisher eigentlich keine Probleme gehabt. Nun, ich habe jetzt hier immer schon mal ein bisschen so rumgespielt und rumgeswiped. Also der 8-Kerner hier, der von MediaTek verbaut ist, der macht, leistet gute Arbeit. Das Ganze ist ziemlich performant. Egal, ob wir uns jetzt hier mal durch die Galerie durchswipen. Das geht hier alles in einer guten Geschwindigkeit. Keine Ruckler, keine großen Ladezeiten. Das mit den 3 GB RAM am Anfang habe ich ja schon erwähnt. Ist auch eine feine Sache, denn das befähigt uns dazu, dass wir nicht alle Apps immer gleich wieder schließen müssen. Und kommt übrigens dann durchs lange Halten des Home-Buttons in den Task-Manager. Da ist jetzt nicht viel offen. Mache ich vorhin AnTuTu durchlaufen lassen, habe ich mal alles geschlossen. Könnt ihr hier immer schnell in die Apps wieder reinspringen. Und wenn ihr wenig Arbeitsspeicher habt, dann müsst ihr die halt ständig wieder schließen. Könnt ihr einfach machen, indem ihr das so wegswipet. Und habt ihr viel Arbeitsspeicher, dann müsst ihr das nicht ständig machen. Hat den Vorteil, dass wenn man in die App reinspringt, gerade bei Spiele zum Beispiel, habt ihr die ganze Ladezeit nicht nochmal. Startet man jetzt zum Beispiel Galerie, hat man so oder so keine Ladezeit, aber bei größeren Programmen wie zum Beispiel Need for Speed hat man eine ganz erhebliche Ladezeit. Und wenn man dann die Programme im Speicher hält, kann man auch viel schneller wieder darauf zugreifen. Und bei 3 GB hat man ja natürlich ordentlich Kapazitäten. Also mit den Wandy Tor seid ihr sehr flott unterwegs. Das bescheinigt uns auch AnTuTu mit einer Punktezahl von 38.011 Punkten. Das ist eine Rangfolge, natürlich wie immer letzter Platz. Als nächstes kommt dann Meizu. Auf Platz 1 ist zurzeit ein Vivo X-Play. Wirklich nice. Und danach kommt ein LED TV. Die führen hier so die
Liga an. Ja, Samsung Galaxy S7 ist auf Platz 5. Naja, darunter kommt noch iPhone. Ist auch egal. Jetzt endlich diese Punkte über 100.000. Das muss man auch erstmal benötigen. Hier 38.000 Punkte ist für Android auf jeden Fall. Also bescheinigt uns, dass Android absolut flüssig läuft. Was ihr denn halt so alltäglich macht: WhatsApp surfen, Fotos knipsen oder Google Maps benutzen. Meines Erachtens ist diese wirklich diese hohe Leistung dann für irgendwelche Games, irgendwelche 3D-Shooter oder sowas, die dann auch bei einer 2K-Auflösung auch noch flüssig laufen wollen, haben wir hier ohnehin nicht. Wir haben hier nur in Anführungsstrichen HD. Und da ist das nicht notwendig. Das werden wir nachher im Spieletest ja auch nochmal feststellen. Also aus Erfahrung kann ich euch sagen, 38.000 Punkte, das ist für knapp über 100 € hervorragend. Was ich bisher getestet habe, kommt da eigentlich nicht so hin. Das letzte Gerät, was um die, also über 30.000 hatte, das war eigentlich das Yumi Touch. Das kostet aber auch eine ganze Ecke mehr. Also war ich hier mit dem Ergebnis hochzufrieden. Wer sich dafür jetzt nochmal im Detail interessiert, ich lade dann nochmal ein extra Video hoch, wo ich den AnTuTu-Test und auch Geekbench 3 durchlaufen lasse. Da könnt ihr euch das ja nochmal alles anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Bevor wir dann zum Spieletest übergehen, noch ein paar Worte zum Touchscreen. Denn es können zweierlei Probleme auftreten. Entweder das Gerät hat zu wenig Performance, das heißt, dass wenn ihr ja, das Wörterbuch verwendet und die Autokorrektur, dass es da zu Lags kommt, wenn er in Echtzeit halt den Wörtern im Wörterbuch zuordnen will. Das zweite Problem ist, was bei manchen Geräten auftritt, ist, dass der Touchscreen A ungenau ist und B zu träge. Das heißt, je schneller ihr schreibt, umso höher wird die Fehlerquote. Das heißt, dass bestimmte Eingaben einfach nicht erkannt werden. Und habe ich auch schon ein paar Mal gehabt bei bestimmten Geräten. Und habt ihr die Probleme aber im Monitor nicht. Ihr könnt hier ganz schnell ineinander wegtippen und das Gerät macht hier alles mit. Also für die Schnellschreiber unter euch ist das Gerät ja schon mal richtig gut geeignet. So, ich spiele ja sonst mal Need for Speed. Das spiele ich auch gleich davon abgesehen. Aber ich will mal ein anderes Game mit reinnehmen. Asphalt 8 Airborne. Erfolg. Ich habe noch gar nichts gemacht. Und schon den ersten Erfolg freigespielt. Oh, Werbung. Oh. Und noch mehr Werbung. Oh, Tutorial braucht man nicht. Wir starten einfach aus der Kalten. So. Sobald ich herausgefunden habe, wie man steuert, läuft's. Das Telefon ist wirklich schick hier. Oh, hier sieht man auch mal das Display drehen. Das geht eigentlich auch ziemlich flott. Nevada! Queens of the Stone Age. Einen richtig guten Musikgeschmack hier. Ah ja. Man steuert hier offensichtlich, indem man das Display neigt. Gekonnt, eine Abkürzung genommen. Oder spiele ich lieber Need for Speed? Gib mir einfach mal ein bisschen Gas. Ja, man kann ja auf jeden Fall cooler Leute plätten als bei Need for Speed. Kann man nicht irgendwie. Oh, das sieht nicht gut aus. Eine Rampe. Displayschaden. Also irgendwie komme ich mit der Steuer. Vielleicht hätte ich doch das Scheiß-Tutorial fahren sollen. Wieder Displayschaden. Zum Glück habe ich unendlich Autos in der Garage.
Okay, jetzt bin ich wieder in irgendeiner Abkürzung. Oh, das kann aber nicht wahr sein. So, jetzt geht's endlich mal ein bisschen geradeaus hier. Also eigentlich hätte die Achse gerade brechen müssen. Ups. Jetzt muss ich den Tunnel kriegen. Säule. Ah, ich glaube, langsam werde ich warm. Jetzt muss ich noch diese blöden Flaschen mal einsammeln. Mich hier mal ein bisschen Nitro-Krieg. Hoppla. Oje, ich habe Erfolg freigeschaltet. Wofür? Ich war der beste Letzte. Oh, auf das Spiel muss ich irgendwie erstmal noch warm werden. Sechster, yay. So, das lief nicht so gut. Machen wir mal lieber mit Need for Speed weiter. Ah, da finde ich das mit der Steuerung aber auch besser, dass man nur so tippen muss. Hier, das habe ich schon mal gestartet. Der Markus hat Gerüchte über dich verbreitet. Ey, na, das ist ja, der hat bestimmt gesagt, ich bin hässlich. Dass du dich nicht mehr blicken würdest. Komm zurück und erhalte 100 Gold. Was ist das eigentlich für ein Land, in dem noch mit Gold bezahlt wird? Gratis Gold. Ich kann wieder irgendwas aufmachen. Ach so, ja. Mein Gold. In Barren auch noch. So, jetzt blinkert hier ja so ziemlich alles. Laderampe. Spezialevent. Store. Ah, hier. Die müssten noch so ein Ich will einfach nur fahren-Button hinzufügen. Das mit den Erfolgen hat früher aber auch mal mehr Sinn gemacht. Heute bekommt man schon einen Erfolg, wenn man mal pinkeln nur. Ah, ne, hier. Naja. Fahr mal wieder gegen den Typen. Die Map macht Laune. Was hat einen lustigen Namen? Das ist Opfer. So, was steht denn da? Hier ist die Musik wieder ein bisschen nervig. So. Sei als Erster im Ziel. Sehr kreativ. Ich meine, was sonst? Bäm! In your face. Ich glaube, hier kann die Karre gar nicht kaputt gehen, oder zumindest nicht so schnell. Das finde ich ja gut. Krieg mich mal ein paar Zivilisten platt ver. Das war's schon. Irgendwie habe ich die Map anders in Erinnerung. Ein bisschen länger. Geheimer Preis. Tja, was nehme ich? Was nehme ich? Was hab ich denn da? Ihr kriegt einen Ehering oder was? Ah, weg damit. Aber das war ein bisschen kurz.
Was kann man hier noch so machen? Sturm Highway. Ich nehme jetzt mal Sturm Highway. Da sind auch ein paar mehr Gegner zum Plattmachen. Ja, der wollte jetzt ganz kurz ruckeln, hat er aber nicht. Ich muss wieder als Erster im Ziel sein. Mal was anderes. Aber wir wissen, wir wollen eigentlich nur alle plätten. Der Rest ist zweitrangig. Stirb! Ah, Mist, den habe ich verpasst. Den nicht. Also, warum sind die Maps alle so kurz? Irgendwas mache ich da hier verkehrt. Naja. Klick, klick, klick. Ist auch egal. Geheimpreis, den holen wir noch. Ich hoffe, ich krieg nicht wieder so eine Ehefessel. Was sind denn die Optikpunkte? Optikpunkte. Ich habe so ein paar Leute im Freundeskreis, die bräuchten auch ein paar Optikpunkte. Nun ja. Hier nochmal kurz präsentiert. Home-Button gedrückt halten. Jetzt sind wir, ein bisschen scharf stellen hier. Im Task Manager. Und da haben wir jetzt hier No Limits. Und direkt drüber ist noch Asphalt 8. Seht da. Sind wir jetzt sofort wieder da, wo wir aufgehört haben. Und können genauso auch in Need for Speed No Limits wieder zurückspringen. Bin ich bescheuert? So. Gut, hier verbindet er sich halt nochmal mit dem Server, aber zumindest wird die komplette Startzeit der App sozusagen übersprungen, da er die App die ganze Zeit im Speicher ist. Und ja, wenn man sozusagen eine längere Zock-Session vorhat, dann schließt man die Programme halt nicht. Wir sind jetzt allerdings durch, deshalb schließen wir die sehr wohl, um wieder ein bisschen Platz im Speicher zu machen, sondern lässt es einfach offen und dann kommen wir schnell halt rein und wieder raus. Zumal man ja auch, wenn man zockt, was ich meine WhatsApp-Nachricht bekommt, dann geht man mal kurz raus, checkt das und dann kann man wieder zurückspringen. So, nachdem wir das geklärt haben, starten wir doch mal die Kamera und gucken uns die ein bisschen genauer an. Wie immer habe ich natürlich allerlei Fotos und auch ein Video schon für euch gemacht. Das hänge ich dann am Ende des Reviews ran und da könnt ihr euch die Bilder einfach anschauen und könnt euch ein Bild machen über die Qualität. Der Autofokus, ich kann ja trotzdem ein bisschen was sagen. Also der Autofokus, was ist denn eigentlich das hier? Ach ja, das ist ja Android 6, das heißt, das ist hier alles ein bisschen anders. Da kann man jetzt hier so Filter noch einstellen, indem man halt auf diesen kleinen Pfeil da drückt. Und ansonsten ist es halt wie immer. Unten ist das kleine Rädchen, da könnt ihr dann Einstellungen vornehmen. Das sind hier allgemeine Einstellungen, wie weiß er gleich, oder Szenenmodus. Und hier im Speziellen halt über die Kamera und hier nochmal Videofunktion. Bringt natürlich alles nicht wirklich viel, wenn die Kamera an sich räudig ist. Der Autofokus, seht ihr ja gerade, der ist wohl okay von der Geschwindigkeit, aber der ist nicht immer zuverlässig. Manchmal muss man schon ein bisschen rumtapsen, denn der schafft es nicht, das Ganze scharf zu stellen. Kling. Auslösen, das geht auch relativ schnell. Von da eigentlich keine Probleme. HDR, das geht. Ist eigentlich Standard. Na, obwohl, eigentlich ist er relativ schnell. HDR dauert ja immer ein bisschen länger, weil das ja schon ein bisschen komplizierter ist, was die Berechnerei angeht. Aber um mal so ein bisschen allgemeines Urteil abzugeben, ich finde die Kamera, das ist im Übrigen die Frontkamera, die ist okay, also mit der Frontkamera bin ich soweit eigentlich zufrieden, aber die Hauptkamera, die finde ich nicht so toll. Wenn ihr schlechte Beleuchtung habt, gerade im Freien, wie man hier gut sehen kann, da würde ich euch den HDR-Modus doch sehr nahelegen. Das hier, das ist dann mit und das ist ohne.
weil das dann noch einiges nicht nur an Helligkeit, sondern auch an Schärfe rausholt. Aber was mich an der Kamera ein bisschen stört, das ist, kommt ein bisschen drauf an, was ihr fotografiert, ist, dass der, das sieht man jetzt hier nicht so, aber ihr werdet es dann sehen, wenn ich dann zum Schluss dann die Bilder komme. Der legt den Fokus in die Mitte und dann nach außen hin wird das Ganze dann aber unschärfer. Das heißt, man hat keine sehr Schnauze. Man hat also keine sehr gleichmäßige Schärfe im Bild. Ah, das finde ich ein bisschen doof. Das sieht man eigentlich auch ziemlich gut. Wie gesagt, man sieht es jetzt hier nicht, aber ich hänge da die Bilder an. Auch allgemein sind die Bilder eigentlich eher unscharf. Auch die Lichtausbeute, also die Lichtempfindlichkeit, die ist auch nicht so toll. Das Blitzlicht, das ist erfreulicherweise stark. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Single-LED ist, hat es doch richtig Bums. Damit kann man schon was anstellen. Aber ansonsten, ja, ist es halt nicht so. Das wird dann ganz schnell unscharf, gerade wenn man sich dann in groß anschaut am Computer oder so. Also eher für Schnappschüsse geeignet. Ja, seht ihr ja, also für einen Schnappschuss geht schon. Man erkennt schon, was man halt fotografieren wollte. Aber wie ich das vorhin noch beim Gehäuse schon erwähnt hatte, die muss ja auch zusehen, dass sie auch irgendwo ein bisschen sparen. Und das haben sie dann hier an der Kamera gemacht. Ja, auch der Turm hier, das ist ganz, ganz schrecklich hier. Man sieht, das ist schon richtig verwaschen und unscharf. Die Farben an sich, das geht schon klar. Und auch dann die starken Unterschiede zwischen hell und dunkel, dann kommt die Kamera natürlich auch nicht so gut klar. Ja, das ist halt nicht so der Bringer. Gehen wir doch lieber ganz schnell wieder zu den Stärken des Telefons über. Und das ist unter anderem das GPS-Modul. Das funktioniert hervorragend. Ich meine, ich bin jetzt in meiner Wohnung und trotzdem habe ich in relativ kurzer Zeit einen 3D-Fix bekommen. Ich benutze im Übrigen GPS-Test, das bekommt ihr kostenlos im Play Store. Da könnt ihr mal so ein bisschen euer Gerät austesten, wie gut das GPS funktioniert. Denn das funktioniert nicht bei jedem Telefon gleich. Bei manchen ist das kaum zu gebrauchen. Beim Monitor jedoch geht es hervorragend. Nicht nur mit GPS-Test. Ich habe es natürlich auch mit Google Maps ausprobiert und bin ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Und ihr bekommt eine sehr schnelle Positionsbestimmung rein. Da müsst ihr nicht großartig warten. Und auch dann ist auch die Navigation ist dann sehr genau. Selbst hier drinnen habe ich eigentlich eine ziemlich hohe Genauigkeit. Das ist ja hier ein Fuß und nicht ein Meter. Und in der Navigation macht es das entsprechend positiv bemerkbar. Das Signal ist sehr konstant und die Navigation ist sehr genau. Also im Großen und Ganzen bin ich mit dem GPS äußerst zufrieden. Bekommt eine 1. So, es geht auch positiv weiter mit dem WLAN. Das WLAN ist auch ziemlich gut. Ich benutze dafür diesen Ookla Speed Test. Den gibt es ebenfalls kostenlos im Play Store. Kann ich hier kurz demonstrieren. Wenn ihr auf Start drückt, dann wird dann mithilfe des GPS der nächste liegende Server sozusagen gefunden. Und dann macht er dann einen kleinen Test. Erst den Ping, 8 Millisekunden, das ist wie immer top. Hallo, ich mache gerade ein Review. Kommt er jetzt hier auf 29 Megabit im Downstream. Ja, Upstream ist natürlich jetzt begrenzt durch meine Leitung. Mehr als 2 Megabit macht die nämlich nicht. Kriegt er natürlich Maximum raus. Und nein, wir wollen jetzt... Na, ich habe mich vertippt. Och. Werbung, Nachrichten, kann man nicht mal in Ruhe arbeiten. Also knapp 30 Megabit. Wie gesagt, ich bin einen Raum vom Router entfernt. Empfangsstärke ist hier auch auf voll. Und das Ergebnis, das ist gut. Sehr gut wäre jetzt so zwischen 30 und 40 Megabit. Das ist mal sehr gut. Aber 30 Megabit ist auch schon ganz gut. Zwei Räume entfernt bekomme ich dann noch zwischen 15 und 20. Ich mache natürlich nur Vergleichswerte mit anderen Geräten. Die LTE-Geschwindigkeit könnt ihr mit dem Programm natürlich auch messen. Der benutzt immer automatisch die aktivierte Datenverbindung. Jetzt bin ich ja im WLAN. Wenn ich nicht im WLAN bin, bin ich im LTE-Netz. Und da sieht er dann an den unterschiedlichen Symbolen, das heißt WLAN-Symbolen, das drüber, hoppla, ist dann halt mobile Daten. Ich komme jetzt wieder zurück. So. Ja, die sind natürlich jetzt hier recht gering, die Werte 2,47 und 1,33. Da war ich aber auch nicht im LTE, weil ich da gerade keinen Empfang hatte. LTE bekomme ich Werte bis 50 Megabit raus, aber im Großen und Ganzen ist hier die Empfangsleistung nicht die beste. Das ist eher im Durchschnitt. Hatte ich schon besser gehabt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich unterwegs bin, nutze ich 50 Megabit ohnehin nicht.
Das würde ja bedeuten, dass ich meine mobile Daten irgendwie streame oder so und mir riesen Dateipakete runterlade. Und ich bin jetzt bei, zurzeit habe ich 1 Gigabyte, habe ich dann Traffic an mobilen Daten. Und naja, rechnet euch mal aus, wie schnell das voll wäre. Daher ist das für mich eh immer nicht so wichtig. Also WLAN top. Empfang für mobile Daten könnte besser sein. Wie gesagt, ist der Durchschnitt. So, Bluetooth habe ich natürlich auch getestet, mit Kopfhörer, mit einer Box und auch Smartwatch. Sieht man auch hier, ist das Programm hier für die Smartwatch. Ich bin gerade gar nicht verbunden, aber funktioniert hervorragend. Die Reichweite ist okay, die Übertragung konstant und es hat auch mit Eigengeräten funktioniert. Das heißt, das Pairing funktioniert sehr zuverlässig und es connectet sich dann auch. Kann man also eigentlich nichts Negatives berichten. Das Bluetooth-Modul ist auch voll okay. So, der Fingerabdruckscanner. Tja, da kann ich eigentlich nur das sagen, was ich gelesen habe, nämlich dass er ziemlich gut ist. Bei mir funktionieren Fingerabdruckscanner leider nicht so richtig. Wegen meinen Händen, die sind halt, ich habe halt sehr raue Haut. Und ja, deshalb kann ich leider nicht viel dazu sagen. Die streiken bei mir alle. Also, es hat jetzt nichts nur hier mit dem Monitor zu tun, beim Huawei Ascend Mate 7 zum Beispiel. Hat es auch mal nicht wirklich funktioniert. Wenn es funktioniert, dann geht es ziemlich flott. Aber ich kann da leider nicht so viel dazu sagen. Über den 2800 mAh Akku kann ich auch nur Positives berichten. Der bringt euch auch bei starker Benutzung locker über den Tag. Und falls es tatsächlich mal eng werden sollte, könnt ihr dank Quick Charge Technologie den Akku relativ schnell wieder aufladen. Eine halbe Stunde mal ans Gerät hängen oder eine 20 Minuten und dann habt ihr wieder Saft für den ganzen Tag. Funktioniert natürlich nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Das kann ich mit jedem machen, denn es gibt ja auch sehr schwache Netzteile und dann funktioniert das Ganze nicht. Also müsst ihr schon das mitgelieferte benutzen. Also wirklich tot gekriegt habe ich den Akku eigentlich noch nicht, zumindest nicht an einem Tag. Und ich benutze das Telefon viel. Jetzt habe ich Google Maps aufgemacht. Verdammt. Den Lautsprecher, den habt ihr jetzt gerade ja schon vernommen. Ich finde es durchaus ein kleiner Nachteil, dass der halt hier so winzig ist. Und bei manchen Telefonen hat man so kleine Nuppel, dass wenn man das Gerät halt hinlegt, der Lautsprecher nicht 100% abgedeckt wird. Ja, das Telefon nicht. Das heißt, gerade auf dem Sofa zum Beispiel, wenn man es da hinlegt, dann wird der Lautsprecher so gedämpft, dass man dann halt kaum noch was hört. Aber unabhängig davon, ich meine, viele Geräte haben den Lautsprecher auf der Rückseite, unabhängig davon ist der kräftig und er scheppert auch nicht so, also sind so blechern. Das heißt, auch wenn man den auf voller Lautstärke stellt, ist dann der Sound noch recht angenehm und ist auch ausreichend stark, also lautstark. Für YouTube-Videos oder halt zum Spielen. Auf Partys damit jetzt hier alles zu beschallen mit Musik, das ist jetzt natürlich unrealistisch, da braucht er schon eine Box. Aber es ist ein guter Durchschnitt. Nun kommen wir mal zum Fazit. Auch wenn ich das Gerät jetzt wirklich mal mit hochwertigen, also mit Premium-Telefon vergleiche, schneidet das richtig gut ab. Auch kostet eben nur so viel wie ein Einsteigergerät, eben knapp 100 Euro. Nun kommen wir mal zum Fazit und beantworten auch die Frage, für wen ist das Telefon geeignet? Also erstmal für alle, die sowieso nicht viel Geld für ein Telefon ausgeben wollen, denn 100 Euro ist ja, wenn man das jetzt mit dem Modell von Samsung, Sony, Nokia oder natürlich von Apple vergleicht, sehr wenig. Das Wernitor ist wirklich nur preislich ein Einsteigergerät, aber technisch gesehen nicht. Wenn ihr auf eine gute Kamera oder sehr gute Kamera angewiesen seid, dann wäre das Gerät nichts für euch. Auch für alle anderen kann ich das Wernitor nur wärmstens empfehlen. Es hat wirklich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es hat bis auf die Kamera sonst keine Schwachstellen. Es ist sehr performant, es hat viel Speicher. GPS, WLAN, Bluetooth funktioniert alles tadellos. Optisch hat es auch was zu bieten. Es ist schön schlank, es ist schön leicht, es ist sehr klein. Also ist auch für kleine Hände geeignet. Also sagt, es ist natürlich immer relativ, es geht natürlich noch kleiner. Aber es ist auf jeden Fall mit den 5 Zollen, es ist sehr kompakt gehalten. Das haben sie halt hinbekommen, indem sie ein gutes Verhältnis zwischen Display und Gehäuse halt hinbekommen haben. Und die Verarbeitung sowie die Haptik, das sind eigentlich soweit keine Wünsche offen. Was Kompatibilität angeht, braucht ihr euch auch keine Gedanken zu machen. Ihr könnt alle in Karten drin verwenden, also egal Vertragskarte, Prepaid-Karte und auch der Mobilfunkbetreiber, das spielt da keine Rolle. Nur die Größe der Karte muss schon Micro-SIM sein. Wenn ihr Nano-SIM habt, braucht ihr einen Adapter. Habe ich aber im Unboxing alles gezeigt. Auch softwaremäßig könnt ihr alle Apps installieren. Der Play Store und die anderen Google Apps sind schon vorinstalliert. Und ihr seht ja, was ich so verwende eigentlich. Diese ganzen Standardprogramme. Ymail habe ich, also Yahoo Mail und natürlich den WhatsApp Messenger und YouTube Player logischerweise habe ich auch drauf. Und Google Maps. Und hier ist der 1&1 Webmailer noch mit drauf.
Auch der Adobe Acrobat Reader funktioniert genauso gut wie die Spiele, die ich ja installiert hatte. Autos Adventure habe ich auch noch drauf, habe ich heute gar nicht gezeigt. Und Need for Speed und Asphalt, was wir halt so durch hatten. Lässt sich alles einwandfrei installieren. Keine Fehler, auch keine Inkompatibilität. Auch wenn das Gerät aus China kommt, haftet ja immer noch so ein bisschen dieser alte Ruf an, ja, das funktioniert hier in Europa alles eh nicht richtig. Das stimmt hier aber nicht. Zumal, wie eingangs erwähnt, ja eher aus China kommt. Nee. Das Wernie Tor ist definitiv ein Vertreter der Smartphones, bei dem sich die großen, in Europa etablierten Marken warm anziehen müssen. Dann rede ich mal von Samsung, rede ich von Nokia, rede ich von Sony und natürlich Apple. Denn die Geräte mit vergleichbaren technischen Eigenschaften und auch Verarbeitung kosten bei diesen Marken bedeutend mehr. Für 100 Euro, guckte mal, was er da bei Samsung bekommt, das ist da nicht viel. Und bei Sony sieht es dann nicht besser aus. Sony hat jetzt ein Mittelklasse, oder eigentlich ist es eher Einsteigerklasse-Geräte, namens für 200 Euro. Und ja, das sieht dann nicht so gut aus. Nur die Hälfte an RAM, Prozessor ist auch viel langsamer. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich kann euch nur eben so viel sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Wernie Tor wirklich unschlagbar ist. Und im Prinzip heißt es einfach Telefon kaufen, Karte reinstecken und Spaß haben. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich habe das Telefon jetzt noch ein paar Tage. Und wenn euch das Review hier gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, unterstützt mich damit. Besucht auch mal meine Website onemanproductions.com. Da sind dann auch die Links, wo ich dann die Telefone wieder verkaufe, und es gibt auch mal ein paar Bilder. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Review. Bodies infected.